Tag Leute, willkommen zu einer neuen Runde Flughafenfeuerwehrsimulator 2013. Ich bin der Gamer HD und ich zeige euch heute, wie man bei diesem Spiel intelligent und super präzise eine Schicht meistert. Also, guckt zu, vergesst nicht einen Daumen hoch dazulassen, weil sonst kriege ich nicht so viel YouTube-Money und das möchte ich ja haben. Und vergesst auch nicht zu abonnieren, denn wenn ihr abonniert, dann gucken mehr Leute meine Videos und dann können noch mehr Leute einen Daumen hoch da lassen und dann kriege ich noch mehr Geld. Ist das nicht toll? Also, vergesst nicht zu Daumen hochen und ein Abo dazulassen. Ist das gut? Danke. Also, es geht los. Jetzt müssen wir erst einmal unser Auto waschen. Das hat nämlich gerade der Chef gesagt, dass das Auto nicht sauber ist. Und das sieht man ja auch, dass das Auto eindeutig eine Reinigung verdient hat. Demnach fahren wir jetzt auf jeden Fall hier einmal vor diese Waschstraße. Und, ach nee, es ist ja gar keine Waschstraße. Das ist ja nur so eine Waschstation oder sowas. Ne? Genau, Werkstatt nennt man das. Werkstatt. Also, fahren wir jetzt einmal kurz in diese Werkstatt rein. Und dann können wir einmal unser Auto sauber machen. So, schön hier in die Mitte gestellt, damit man auch immer gut drankommt von allen Seiten. Sonst ist die Wand ja im Weg. Also, dann löschen wir hier mal schnell unser Auto. Das nennt man löschen, nicht waschen. Denn wenn man das löscht, dann ist man... Dann ist das besser sauber. Wenn man das nur wäscht, dann ist das nicht so gut sauber. Also, dann machen wir das kurz einmal. Und waschen hier unser Auto. Denn damit ist dann der Chef zufrieden und dann kriegen wir mehr Lohn. Und dann können wir schneller ein besseres und schöneres Auto kriegen. Ganz besonders wichtig ist, dass ihr auch die Scheinwerfer sauber macht. Denn sonst seht ihr nicht so viel auf der Straße. Die sind zwar jetzt immer noch dreckig, das sieht man. Und außerdem sind die voll zertrümmert. Aber das ist nicht so schlimm. Wichtig ist, dass dieser graue Nebel da weg ist. So, wenn ihr damit fertig seid, dann stellt ihr euer Auto wieder in der Garage ab. Macht ihr am besten die Kamera rein. Oh, und jetzt sehen wir direkt, dass hier ein neuer Auftrag reinkommt. Ja, ich habe verstanden. Also im Hauptterminal ist ein Alarm und deswegen müssen wir jetzt hier schnell das Blaulicht und die Sirene anmachen und dann diesen ganz unauffälligen Pfeil hinterherfahren. Der zeigt uns immer, wo wir hin müssen. Wir dürfen nur nicht vergessen, dass wir nicht in das Gebäude reinfahren dürfen. Denn wenn wir in das Gebäude reinfahren, dann fährt uns ein Rondomedia-Auto vor das Gesicht. Und deswegen bleiben wir immer schön mit dem Auto draußen. Und nur zu Fuß in das Gebäude reinlaufen, okay? So, jetzt sehen wir auch schon, wir sind schon da. Hier ist das der Anfang des Gebäudes. Schön nochmal hier einen kleinen Stunt angelegt. Das ist ja immer gut. Das gefällt den Leuten immer, wenn Feuerwehrleute auch was drauf haben mit dem Auto. Also, gehen wir mal schnell hier rein. Hier sehen wir direkt, hier ist Pass. Also, wie beim Fußball, mit dem Ball so schießen. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug. Das ist wie beim Fußball. Und deswegen passen auch dem direkt mal schon mal den Ball. Hier, fang! Sehr schön. Wunderbar. Dann können wir da weiterlaufen, denn jetzt haben wir ja gepasst, wie das dort benötigt war. Hier haben wir jetzt den Zentralarea. Zentralarea bedeutet nichts anderes als zentral, ist ja wie Zentrum, also so etwas wie ein Einkaufszentrum zum Beispiel. Und ein Einkaufszentrum, da wissen wir ja alle, da gibt es eine Einkaufszentrale. Und das sehen wir hier jetzt vor uns. Area bedeutet einfach nur so etwas wie entspannen, also ist das eine Einkaufszentrale Entspannung. Hier haben wir dann Pizza Arte. Pizza Arte heißt so viel wie Pizza und Arte ist Arte Schröder. Dann sehen wir hier vor uns Duty Free Shop. Free Shop. Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Duty Free Shop. Ja. Duty. So, also da bin ich wieder. Also, Duty Free. Free Shop heißt so viel wie. Hallöchen. Duty Free Shop heißt. Kann ich nicht übersetzen. Nebenbei müssen wir jetzt einmal ganz kurz dieses Feuer löschen. Da ist ein Telefon. Das bedeutet, dass man hier jemanden antelefonieren kann.
Hier. Das hier, wo die Koffer vorstehen, die gerade brennen. Das ist ein sogenannter Last Minute mit einem Flugzeug dahinter. Das bedeutet, dass hier Flugzeuge direkt abfliegen, wenn sie fast zu spät sind. Dann fliegen die hier von diesem Schalter aus ab. Damit die dann schneller rauskommen. So, dann haben wir hier noch ein blinkendes Symbol. Wenn ihr euch fragt, was das bedeutet, dann müsst ihr einfach nur mir zuhören, denn ich weiß alles und deshalb könnt ihr mir einfach auf vertrauen. Dieser Mensch hier, der läuft einfach euch einfach nur hinterher, aber eigentlich kann er gar nichts. Also ihr müsst alles alleine machen. Dieses blinkende Licht dort heißt noch, dass noch irgendwo ein Feuermelder ist, den ihr noch ausschalten müsst. Das wäre dann dieser. Der blinkt auch noch, damit ihr seht, dass das der richtige Feuermelder ist. Der dann drückt ihr F. Bestätigt. Das Feuer wurde erfolgreich bekämpft und der BMA wieder zurückgesetzt. Verstanden. So, und jetzt habt ihr euren Auftrag erfolgreich abgeschlossen. Dann haben wir hier noch eine Bäckerei. Schmidt. Das bedeutet, dass hier nur Brötchen extra von Ralf Schmidt gemacht werden. Der heißt auch Ralf Schmidt. Also hier werden nur Brötchen von Ralf Schmidt gemacht. Und deswegen halt die Bäckerei von Schmidt. Hier haben wir dann Burger Point. Burger Point ist von dem Burger. Das ist ein Mann. Und da seht ihr ja, da ist ein Point. Das ist ein Mensch. Und der Burger Point, das bedeutet, dass der Mensch fett ist. Weil Burger ist eine Bezeichnung für Fett. Und Point ist dann der Mensch, der Point. Und da seht ihr auch den Burger Point. Und hier haben wir dann Burger Point. Da sehen wir, ist wieder ein Burger Point. Und dieser hier, das ist ein erfolgreich bekämpfter Burger Point. Das bedeutet also ein Point mit erfolgreich bekämpfter Burger. Dann haben wir hier Curacao. Das ist eine Cocktailbar. Curacao, das ist ein rumänisches Wort und bedeutet so viel wie Palme. Und Cocktailbar bedeutet nur so viel wie Tisch sitzen Blume. Das heißt Cocktailbar. Und hier stehen ganz viele leere Flaschen rum, wie ihr sehen könnt, weil hier ganz viele Leute Spaß haben. In der Cocktailbar. Hier haben wir wieder so ein Last-Minute-Ding. Da fliegen dann die Flugzeuge direkt ab. Wie schon gesagt. Hier haben wir dann Y-Tours. Da steht noch drunter, wir mal. Das kann ich nicht lesen, tut mir leid. Auf jeden Fall, Y-Tours. Das ist so etwas, wie man hier sehen kann. Hier steht schon ein Koffer vor. Da schiebt man einen Koffer so rein. Und dann geht er da durch dieses Tor in einen, auf ein Band. Und dadurch fährt er dann direkt in den Bus, mit dem der Koffer dann weggebracht wird. In das Land, wo man hinfliegen möchte. Und man selber steigt dann in ein Flugzeug und fliegt hinterher, hinter dem Koffer her. Das ist auch der Grund, warum man immer noch so lange warten muss, bevor man in das Flugzeug einsteigen darf, wenn sein Koffer weg ist. Das, weil der Koffer ja nicht so schnell ist mit dem Bus wie das Flugzeug. Und deswegen muss man erst einmal mit dem warten, damit das Flugzeug dann nicht vor dem Koffer ankommt. Weil ihr seht ja, wenn ihr dann da ankommt, in dem Land, wo ihr hin wollt, dann kommt der Koffer immer direkt zu euch. Das liegt daran, dass der Bus einfach ein bisschen Vorsprung hatte. Deswegen ist er dann schon direkt da. So, jetzt steigen wir hier wieder in das Auto ein und fahren ein Stückchen weiter. Und wieder zurück zur Wache. Und der Weg ist ganz einfach zu merken eigentlich, wenn man schon ein bisschen Erfahrung hat in diesem Spiel. Und das habe ich ja, denn ich bin ja ein professioneller Tutorial-Zeiger. Und deswegen weiß ich natürlich auch so, oh, das ist jetzt blöd gelaufen. Da war jetzt ein Auto. Da muss man eigentlich besser aufpassen. Das war jetzt ein bisschen falsch von mir.
Da muss man eigentlich ein bisschen besser aufpassen, dass man nicht den anderen in den Weg fährt. Denn ansonsten kann man von der Polizei angezeigt werden und dann sperrt einen den man ins Auto gefahren ist, ein, weil die Polizei einen angezeigt hat. Also, dann geht es jetzt hier noch weiter zurück in die Wache. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf. Hier schön nochmal gedreht, das sehen die Leute wie gesagt gerne. Dann geht man hier einfach rein, das Auto können wir einfach erstmal draußen stehen lassen, denn wir haben sowieso wahrscheinlich keinen Einsatz mehr, da ich gerade so lange gebraucht habe. Jetzt gehen wir hier hoch. Und machen uns jetzt hier fertig. Wir können jetzt noch einmal schlafen gehen. Und dann ist die Schicht auch schon beendet. So, jetzt sind wir fertig. Die Schicht ist beendet. Und wir können die Schicht abmelden. Das geht ganz einfach an einem sehr, sehr altmodischen Schichtzettelhalter Planer. Und an einem Schichtzettelhalterplaner, da macht man einfach hier, das ist das Ding, da sehen wir ganz viele Zahlen, die stehen für die Mitarbeiter, die hier arbeiten. Und dann nimmt man sich einfach eine Karte raus, das ist egal welche, man kann sich eine beliebige Karte rausnehmen. Und da schreibt man dann nochmal seine Nummer drauf, weil man ja nicht weiß, ob die Zettel vielleicht vertauscht wurden. Und dann schreibt man hin, wann man zur Arbeit gekommen ist, dafür braucht man einen großes Gehirn, so wie ich das habe, und dann kann man da die Uhrzeit noch draufschreiben, deswegen ist hier direkt eine Uhr, dann kann man noch die Uhrzeit da draufschreiben, wo man geht. Das wäre jetzt in meinem Fall 09.38, gerade zumindest, und da muss man noch seine Punktzahl hinschreiben, damit jeder weiß, welche Punkte man hat und natürlich sein Level. Das Level wäre jetzt, ja, jetzt sehen wir hier, du hast deine Schicht hiermit beendet. Das ist ein Dutzzeichen. Und jetzt sehen wir hier direkt, ja, die Schicht ist vorbei. Die Schicht ist zu Ende. Und jetzt sehen wir hier unsere Statistik. Statistik heißt, dass da einfach Wörter stehen und Zahlen. Das heißt Statistik. Und jetzt sehen wir hier auch, wir haben minus 50. Das steht für eine schlechte Leistung. Wie zum Beispiel hier Zaunkontrolle und unvollständig. Das bedeutet, dass die Zaunkontrolle unvollständig war. Und ich habe keinen Bock mehr, so behindert zu reden, ey. Wollt ihr mich ja nicht verarschen? Also, das war's mit der heutigen Folge Flughafenfeuerwehrsimulator 2013. War mal ein bisschen anders. Ich habe hier ein bisschen auf behindert gemacht. Ich hoffe, das kommt bei euch scheiße an. Und deswegen war's das mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt den Daumen nach oben. Oder ihr könnt es auch einfach lassen, wenn ihr es nicht gut fandet. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.